Sehr verehrte Eisenbahnromantiker und Romantikerinnen, es freut mich sehr, euch heute bei BrickRigs begrüßen zu dürfen. Geiles Intro, oder? Deswegen haut mal einen Like-Button, haut den mal so richtig. Haut mal so klatschen, muss es, meine Damen und Herren. Hashtag klatschen in die Kommentare. Nee, ich sage das aus einem einfachen Grund. Ich hatte vor kurzem ein kleines Gespräch mit meinem Netzwerk und die haben gesagt, hey Ralf, frag doch deine Zuschauer, ob die nicht vielleicht öfters kommentieren, liken können oder eben, ja, eben das Ganze ein bisschen pushen. Ihr habt es nämlich in der Hand, meine lieben Zuschauer. Ihr könnt nämlich bestimmen, wie gut mein Video auf YouTube ankommt, ob das denn eben irgendwo gefeatured wird oder angezeigt wird oder anderen vorgeschlagen wird. Umso mehr ihr interagiert, umso mehr ihr Kommentare schreibt, also nicht spammen, ganz wichtig, und eben auch den Like- oder Dislike-Button drückt, dann geht YouTube richtig einer ab und dann wird mein Video auch woanders vorgeschlagen. Darum bitte ich euch, das wäre super. Vielleicht kriegen wir 500 zusammen. Hashtag LikeGeil in die Kommentare. So, was sehen wir denn da? Ein sehr cooles Gerät, und zwar ein Rangierbahnhof von EDF Topes. Müsste auch ein deutscher sein, und das Ding hat mir so gut gefallen. Ist auch im Workshop gerade auf dem ersten Platz. Den musste ich gleich mal auspacken. Das hier ist meine Wenigkeit. Heute habe ich ein Smiley-Gesicht. Mir geht es auch prima zurzeit. Und wir schauen uns das mal genauer an. Zack, wir stellen uns mal dahin. Hier haben wir ein schönes Signal. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das hier mit den Gleisen funktioniert. Ich werde nämlich gleich noch einen Zug ausparken und den versuchen da drauf zu stellen. Was haben wir denn alles da? Wir sind hier mal drin. Gucken, ob wir mit Alt hier irgendwas machen können. Nein. Okay, wir haben ja auf jeden Fall... Was haben wir denn hier drin? Diese rote Button. Na, nochmal aussteigen. Gucken. Einmal hier rein, bitte. Q und E. Zu wieder die Tür. Sehr gut. Okay, was sehen wir denn hier? Hier können wir... Oh, das reflektiert aber schön der Boden hier, oder? Also hier haben wir auf jeden Fall eine Europalette mit bisschen Holz. Eine Leiter. Ölfässer. Kartons. Und eben Gleise, wer hat's gedacht, wenn wir in so einem Rangierbahnhof drin sind. Ich werde mal kurz hier das mittlere Tor aufmachen. So, okay, sehr gut. Und hier drüben wieder, die hätten ein bisschen aufräumen können. Wenn ich schon zu Besuch bin, oder hätte man dann mal denken können, dass sie dem Ralf hier ein bisschen, dass sie sauber machen, aber nein. Alles irgendwelche Pakete. Gibt es da eigentlich auch Lichter? Das ist ein Licht auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich hier irgendwo ein Licht erkenne. Mal kurz ein bisschen hier durchfliegen. Zack. Rausporten, reinsetzen. Habe ich denn irgendwo einen Lichtschalter? Sehe ich irgendwo einen Lichtschalter? Ich habe diese Tür da hinten. Gut, das ist die Tür, die ich gerade schon aufgemacht habe. Da hinten ist noch ein roter Schalter. Seht ihr den in der Mitte? Gucken, wo ich den... ich komme immer hier hinten bei der Tür raus. Okay. Lass mal die mal offen, weil die sagen, was steht da überhaupt? BRCR? BrickRigs? Crash. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was es ist. Also irgendwo hier ist so ein roter Button. Aber den kriege ich hier drin nicht, den sehe ich nicht. Irgendwie mag der Button nicht. Das finde ich auch ganz cool. Das sieht aus wie von so ein Rad von der Eisenbahn. Ihr wisst, was ich meine? So ein Rad halt. Heißen die auch, Räder, oder? Bei einer Eisenbahn haben die keine anderen Namen. Okay, okay. Das hätte ich jetzt mal nicht bewegen sollen. Ich habe nämlich hier schon diese Plattform bewegt. Ich kann es mit Sicherheit auch von hier drin machen. Ne, jetzt bin ich ausgestiegen. Ach, dammit! Das ist auch voll behindert, dass ich jedes Mal da hinten aussteige. Guck mal, ich steige da vorne aus dem Sitz aus und komme dann... Kann aber nicht wahr sein. So. Also, wir laufen jetzt hier mal rein. Setzen uns da hin. Und zoomen mal ein bisschen ran. Drücken Alt. Und jetzt gucken wir mal Bild hoch, Bild runter. Nee, QE. Ah, bei E steige ich immer aus. Dammit. Ich bin so blöd, dieses Ding zu benutzen. Springen, Ralf. Springen. Yay. Also, wir drücken jetzt kein E. Ja, wir drücken jetzt kein E. Bild hoch, Bild runter habe ich schon gemacht, war nicht. Links, rechts, hoch, runter mit der Maus auch nicht. Mit Q mache ich hier, ist es hier. Hört ihr das? Was machst du da, Ralf? Wo sage ich dein Gesicht hin? Warum habe ich denn jetzt kein Gesicht mehr? Normalerweise. Naja, egal. Normalerweise, guck mal, da habe ich mein Gesicht wieder. Komisch. Hinter der Scheibe sehe ich mein Gesicht nicht. Alles klar. Wir steigen mal um und zwar hier zur Garage. Und parken auch dann nochmal den Zug aus. Und zwar. Auch den von hier, genau, von EDF Topes, die Lokomotive. Und raus damit. Oh, ich glaube, der Zug ist ein bisschen lang. Gucken, ob ich den hier trennen kann. Entkoppelt, wunderbar. So, und dann fliegen wir mal darüber. Und setzen den mal da so hin. So. Hat das funktioniert? Oh, der Zug ist... Der Zug ist ein bisschen... Oh Gott, ich hab die ganzen Waggons hier mitgenommen.
Ob ich den entkoppelt habe. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Den wollte ich ja gar nicht. Ich wollte gar nicht diesen ganzen Zug mit dem. Oh shit! Oh, ach so, ich hab. Ah, Idiot, ich hab. Oh, ich wollte euch abkoppeln, jetzt habe ich den kompletten Zug kaputt gemacht. Scheiße. Halt, stopp! Die Hütte brennt, Leute! Schnell weg! Gut. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, ich baue das Ganze hier nochmal neu auf, würde ich sagen. Ich habe mich dazu entschieden, einen Zug zu nehmen. Vom guten Monex. Grüße gehen raus an dich. Und zwar der CSX 5217. Das ist ein Frachtzug der USA. Also die gibt es da drüben sehr oft. Und der gefällt mir optisch auch sehr, sehr gut. Es sind wieder viele schöne Details mit dabei. Diese Treppen, die Stege, die Halterungen, dieses CSX. Ich finde es auch cool, dass das hier so in 3D drauf ist und so ein bisschen sich abhebt. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ist auch ein Elektrozug, High Voltage, wie man sehen kann, kein Dampfzug. Und den parken wir mal aus. Klingt wie eine Diesellok. Und hoffe ich jetzt mal, dass wir den da vorne auf diese Gleise setzen können. Ohne dass gleich das ganze Game kaputt geht. Ah, ich habe das jetzt nicht unzerstörbar gemacht, was vielleicht. Ah, ganz knapp, ganz knapp. Ich steig nochmal aus. Ich mache nochmal diese Drehscheibe unzerstörbar. Und zwar Steuerung G. Ich habe übrigens auch kurz nachgeguckt, wie man diese Scheibe hier bewegt mit Alt A und D. Und ich glaube, mit Alt S mache ich die Tore auf und zu. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir den Zug hier ordentlich drauf kriegen. Komm, ich würde einmal gerne mich reinsetzen. Danke. So, aufgleisen ist nicht meine große Stärke, merke ich gerade. So, dann gucken wir mal, dass wir den hier irgendwie so gerade vorschieben. Okay, nö. Ich glaube sogar fast, den sollte ich auch auf unser Störber setzen. Und wir probieren es nochmal. Gar nicht so leicht, den Zug hier drauf zu stellen. Oh! Nee, au! Oh, die Gleise sind kaputt gegangen. Warum ist das denn so? Seht ihr das? Oder? Täusche ich mich? Nee. Die sind aber verschoben, ganz klar. So ein Bockmist, Leute. Die Gleise sind doch da hinten total verzogen, seht ihr das? Ich habe gedacht, die wären unzerstörbar. Wie kann das denn sein? So, dann machen wir hier mal Steuerung L. Jetzt passen sie wieder. So, dann probieren wir es nochmal. Vielleicht habt ihr draußen einen Tipp, wie ich diesen Zug besser aufgleisen kann, als so wie ich es gerade mache. Ist ganz schön eine Friemelarbeit. Vielleicht gibt es da so eine Aufgleistechnik, die ich nicht kenne. Genau. Ah, es wurde Gleisen gehüpft. Habt ihr es gesehen? Der war schon drauf. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Und ich glaube, jetzt hängen wir so ein bisschen in dieser Tür fest. Also ganz ehrlich, das ist eine Aufgabe, die ich jetzt mir nicht so schwer vorgestellt habe. Ja, genau. Fliegen wir es mal durch die Gegend. Jetzt natürlich auch da unten, seht ihr jetzt die, wie soll ich sagen, die Gelenke passen natürlich nicht mehr jetzt. Was ist das denn für eine Kacke so? Vielleicht hatte jemand einen Tipp, wie ich nur. Ich will ja nur den Zug hier. Also vielleicht, ich krieg den anscheinend da nicht drauf. Das ist echt ein bisschen schade. So, ich hätte den zumindest gerne einmal hier auf diesem ja, rotiert hier drauf. Wie gesagt, mit Alt A und D kann man das rotieren, das Ganze. Ich glaube, mit Alt W gehen die Tore auf, genau. Also das hätte ich euch gerne gezeigt, wie wir da reintuckern. Wobei ich muss sagen, ich glaube sogar, dass der Zug zu groß oder zu hoch ist für dieses Tor, fällt mir gerade auf. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Bisschen schade, aber ansonsten schon eigentlich ein sehr, sehr geiles Teil. Ich hoffe mal, dass man in Zukunft auch in Brickricks mehr Fahrzeuge noch benutzen kann in Bezug von so Schienenfahrzeuge. Wir probieren es nochmal von hier oben. Hat das jetzt geklappt? Wir probieren es einfach mal. Nee, steht wieder schief. Schade, ey. Also ich würde sehr, sehr gerne viel mehr Eisenbahn fahren in dem Game hier. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß.
Ne, ihr seht schon, wenn ich das hier bewege, da haut es den Zug voll durch die Gegend. Ist auch vielleicht ein bisschen groß. Ist auch vielleicht ein bisschen, guckt euch mal das an. Ich denke mal, von den Dimensionen her, passt nicht so ganz in dieses Tor rein. Ne? Ist irgendwie, hätte ich mal vorher drüber nachdenken sollen. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat dieser Rangierbahnhof gefallen und auch der Transport- und Güterzug von Monex. Wenn dem so ist, wie gesagt, lasst ein Like da. Vielleicht knacken wir die 500, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und wer jetzt noch ein bisschen Lust und Zeit hat, kann gerne auch nochmal in der Endcard gucken. Da habe ich zwei weitere Videos für euch verlinkt. Schreibt mir doch auch bitte gerne, was ihr in Brickies heute sehen wollt. Ich habe im Übrigen noch einen kleinen Spoiler. Das heißt, kleiner Spoiler. Ich möchte in Zukunft mehr solche Folgen aufnehmen und zwar möchte ich gerne so ein Autorennen machen mit Sprungschanzen. Ich habe ja vor kurzem mal eine gebaut und dann eben mit solchen Dingern hier. Und vielleicht im Multiplayer. Das wird bestimmt super lustig und da werde ich mir ein paar Gäste einladen. Schreibt mir mal in die Kommentare Hashtag Rennen, wenn ihr davon mal was sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch eine gute Zeit und weiterhin viel Spaß auf eurem Kanal. Ciao, ciao, euer Ralf.